Das Schmankerlfest, mittlerweile schon eine traditionelle Veranstaltung in St. Marein. 10 ortsansässige Vereine und Organisationen sowie die Gemeinde St. Marein konnten auch heuer wieder bei herrlichem Sommerwetter zahlreiche Gäste herzlich willkommen heißen. Das Schmankerlfest findet zum 14. Mal statt und Schmankerlfest deshalb, weil die Vereine verschiedene Schmankerl-Köstlichkeiten anbieten. Einfach besondere Dinge, die sie sich einfallen lassen zum Essen, zum Trinken, und da soll halt jeder davon kosten und genießen und ein paar fröhliche Stunden verbringen. Für Tanzmusik und gute Laune sorgten die Obersteirer. Von der Freiwilligen Feuerwehr über Sport- und Musikvereine bis hin zur Kinderbetreuungsstätte. An diesem Tag hatten die Vereine und Organisationen wieder die Möglichkeit, ein wenig Geld in die Vereinskassen zu spülen, um auch im nächsten Jahr ihre Vereinstätigkeiten zu sichern. Ja, die Besonderheit ist ganz eindeutig, dass da viele Vereine zusammenarbeiten. Ja. Der eine hüpft den anderen aus. Es wird von der Gemeinde St. Marein organisiert. Die machen das Administrative und arbeiten dann die Vereine. Sie arbeiten gern und machen einen super Job. Und der Zusammenhalt von den Vereinen untereinander macht das Spezielle aus. Je später der Abend und je kühler die Temperaturen wurden, desto mehr Besucherinnen und Besucher konnte man am Areal der neuen Mittelschule begrüßen. Und auf die Ortschefin wartet an diesem Abend noch eine Herausforderung. Mein Abend schaut so aus, dass ich jetzt da durchgehe. Ich habe bis jetzt einmal alle Vereine begrüßt, habe ihnen einen schönen Abend gewünscht, wo sie ordentlich verdienen, hoffe ich. Und dann werde ich natürlich bei jedem Stand ein Getränk oder eine Köstlichkeit genießen.